Herzlich willkommen zur nächsten Puppenspieler-Episode hier auf Weeble Games for You. Ich bin so Ivo. Zwei weitere Teile des Mondsteins befanden sich in Kutaros Besitz, nachdem er die Trümmer von Schwein, Schaf und Robokrebs hinter sich ließ. Welche neuen Abenteuer warten in Akt 4? Ja, da bin ich auch schon gespannt. Das zu verpassen. Akt 4, Mittagsstunde, Szene 1. Wir starten rein. Es gibt wieder 6 Köpfe und 50 und so geht Seelen. Die Geschichte weiter. Muss ein großes Level sein. Bin schon sehr gespannt. Kutaros Reise führte ihn nach Westen zur Mondeinöde. Die Generäle Stier und Pferd erwarteten ihn. Eben das hatte die Mondhexe deutlich gemacht. Apropos eben. Diese Ebene war ebenmäßig garstig. Nie wurde es Nacht in der Einöde. Die Sonne briet die rote Erde und versenkte den armen Kutaro, der sich gegen den glühenden Wind vorankämpfte. Okay. Wund und geschunden fühlte er sich wie ein Streichholz kurz vor dem Anzünden. Bald wäre er nur noch ein Häufchen Asche. Kutaro, halt dich gerade! Wenn Daddy jemanden so anvisiert, mag er es nicht, wenn man sich so hängen lässt. Sie waren nun auf dem Highway der Hitze und es hieß durchhalten oder durchhängen. Kutaro spielte beobachtende Blicke auf sich. Kakteen ohne Augen. Ausgebleichte Skelette mit offenen Rechnungen. Bäume, so versteinert wie er selbst. Und entwaffnend riesige Monolithen. Allesamt darauf aus, die kleine Marionette zu einem der ihren zu machen. Na los, mach auf! Du stirbst, wenn du hier liegen bleibst. Kutaro! Hey, was ist das? Kutaro! Ein Auto! Da kommt unser Taxi! Was, ein Auto? Gehen hier ab. Das sieht ein bisschen giftig aus. Da fahren wir mit! Alles klar. Taxi! Oh, Jemine! Wie unverschämt! Moment mal! Arme Pikari! Das waren Stier und Pferd! Stier und Pferd? Also hatten wir jetzt Schaf und Schwein, jetzt mit Stier und Pferd kaputt, Mann, was? Die beiden aufgemotzten Motzer hatten die Einöde noch öder gemacht. Einen tiefen Canyon in die Erde gepflügt und die Kakteen an ihren stinkenden Auspuffgasen ersticken lassen. Oje. Oh, so ein Mist aus der Mixer-Gelegenheit wird nichts. Komm schon, beeil dich. Oje. Willst du Kaktusdünger werden? Wir müssen höher rauf. Oje. Irgendwie ist das Level ein bisschen, das ist so, oje. Mehr fällt das so ein. Können wir das da irgendwie kaputt schnipseln? Gibt's da was Cooles für? Die kommen ja von unten. Holy moly. Muss ich mich jetzt hier auch noch beeilen oder was? Wollt ihr mich verarschen? Okay, ich hab verstanden. Wir beeilen uns, wir beeilen uns. Ist ja schon okay. Oh, der ist ja niedlich. Wir haben doch bestimmt einen Kopf für. Müssen wir jetzt erstmal die Zeit für nutzen. Können das nicht ändern. Oh, hier ist ein großer. Ja, wie ich mir gedacht habe. Präriehund. Sehr geil, haben wir unseren nächsten Kopf bekommen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wie wir da oben hinkommen sollten. Okay, ist mir auch relativ... Ich weiß nicht, da oben ist jetzt so ein Bombenzeichen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie damit was zu tun hat. Dass wir irgendwie, wenn wir Gas geben würden, das irgendwie da hinschaffen könnten. Aber ich glaube eher nicht. Na egal, ist nur so ein Mondfunkelkristall. Ich habe eh nicht vor, so wirklich hier 100% zu erreichen. Das ist mir dann doch ein bisschen zu krank. Wenn ich ehrlich bin. Mir geht es im Prinzip eigentlich um die Story, weil die finde ich echt genial. Ein bisschen im Jump'n'Run, das ist der Hammer. Das hätte ich niemals gedacht, dass mir die Story von einem Jump'n'Run so viel Spaß machen könnte. Hier gibt's keine Kakteen zum Zerschneiden.
Was sollen wir tun? Die Explosion erschütterte den Canyon und löste riesige Erdbrocken, die auf Kutero hinabpolterten. Dominos! Oh, irgendwas ist immer. Okay, das ging ja gut. Eigentlich. Und jetzt? Wow! Oh, hier brauchen wir das Nagelkopf. Wie geht's, Präriehund? Er ist selbst so. Ja, du mich auch, Kofi. Oh, kommt doch nur. Er gräbt. Was glaubst du, oh, was da haben wir wieder so eine Drehscheibe. Hier den Tod, wie immer. Oder? Nee, doch. Ist klar, du Vieh, ey. Aber da ist bestimmt irgendwas drin, oder ne? Nee. Was bringt denn das? Das ist ja voll der Cheat-Scheiß. Jedes Mal geht es auf tot. Hat uns doch nie was gebracht, dieser Drehscheiß. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und so machte sich unser großer Held an den Solo-Vorstoß. Einsam, Mutterseelen allein. Okay. Und vor allem völlig elfenfrei. Bitte einen recht herzlichen Applaus für unseren einsamen Wolf. Ja, mich auch. Streichst du mich jetzt aus dem... Dank der Magie des Piratenhakens konnte Kutero die ganze Felswand auf einmal einholen. Scheiß auf den Kali. Oh, oh, oh. Vielleicht hätten wir da nicht so einfach drauf scheißen sollen. So. Nein! Oh mein, nein! Holy moly moly moly. Was geht hier nur ab? Jetzt kommt schon hier hoch. Zack, zack, zack. Okay. Haben's geschafft. Dass wir auf der falschen Seite gelandet sind, aber egal. Schien eine Art Fossil. Heiliger Bimbam! Okay. Ein Dinosaurier! Immer weiter graben! Wird gemacht. Okay. Oh, ein Dino-Kopf. Ein Fossil-Kopf. Ein erhaltener Dinosaurier-Kopf. Aber wo ist das restliche Skelett? Ich will es gar nicht wissen. Wir haben schon ein paar Echsenknochen. Komm schon! Sehr gut. Dann mal da rein. Eieieiei. Aus den nun gelösten Felssteinen schoss eine Kaskade aus Sand, wie ein glitzernder Wasserfall. Voll hübsch, wenn dir die Strahlen darauf scheinen. Sind das Mondfunkel? Sehr gut. Es befand sich auch Goldstaub untergemischt im Sand. Goldstaub? Kutero schnitt sich mit Kalibrus durch die Sturzbäche aus Schotter und schubste die Felsen weg, die ihn zu zerquetschen drohten. Welche neuen Herausforderungen erwarteten ihn? Unser einsamer Wolf. So toll, dass man da wirklich Pause machen musste, weil die Köpfe da rummachen, ey. Ich bin auch noch hier. Schon klar hier. Natürlich bist du das. Es war nur so eine Redensart. Wohl eher deine Art, mich zu ärgern. Blödmann. Oh, 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 oh. Das war nicht ganz so praktisch. Das hat zu lange gedauert, bis der Sand rausgekullert kam. Dann kriegen wir den Kopf halt nochmal. Nehmen wir jetzt irgendwie mal den Oktopuskopf drauf, damit wir den Fossilienkopf zur Not behalten. Weil ich vermute, dass es ganz gut wäre, wenn wir den behalten würden. Und schubste die Felsen weg, die ihn zu zerquetschen drohten. Welche neuen Herausforderungen erwarten? Zack, zack, zack. Unser einsamer Wolf stürmte vor uns. Er ist nicht allein. Ich bin auch noch hier. Natürlich bist du das. Es war nur so eine Redensart. Plappernde Elfe. Ja, hier sollen wir den Kopf benutzen. Machen wir doch platt. Wie äußerst sonderbar. Oh, okay, Dino. What the fuck? Bonus-Level, oder was ist hier los? Hey, warte auf mich! Ich will auch mal! Sehr geil, sehr geil. Bonusstufe gefunden, perfekt. Bin mal gespannt. Oh je, das quält mir irgendwie jetzt nicht so gut. Oje, oje. 3, 2, 1, oh nein. Wundervoll. Einfach sagenhaft. Das Schädelfossil, das Kutero gefunden hatte, stammte also von diesem Dinosaurier. Daran gab es gar keinen Zweifel. Oh, das war ein bisschen das knapper, als ich es erwartet hatte. Okay, wir hätten in die andere Richtung gemacht. Oh, das ist ja wohl geil. Dass er uns gefressen hat. Allerdings, das war ja toll, dass das Ding da einfach verschwindet, ey. Oh Mann, was ein Kack. Naja, egal. Das
war so eklig. Das war so eklig. Nur einen bizarren. Oh Mann, die hat schon recht, ey. Kutaro und Picarina die Flucht aus dem Dinosaurierbauch. Eines, das alle anderen bizarren Wunder beenden sollte. So, gib mir den Kopf wieder. Danke. Ich will nie wieder ein bizarres Wunder. So, was ist mit dir da oben los? Ist da bestimmt auch ein Kopf für, oder? Für dich? Nein, der hat das Kind geklaut. Hey, wo will er hin? Hat das Kind geklaut. Alles klar. Soll mir recht sein. Hab mit denen nichts am Hut. Well, da sind sie beide, oder? Den Sieg habe ich im Sack. Na, wohl eher ich. Oh, er bewegt sich. Ja, und jetzt? Mondbärenkönig Magie? Dann muss das hier... Okay, was ist das? Tauruskopf oder was? Wrestle Taurus? Im Inneren des Schädels steckte die Seele des Ringers, des Letzten, okay, der vier Streiter des Lebens. Oh nein, der Dusche, oder? Das ist kaum zu glauben. Meine Damen und Herren, wir haben einen unerwarteten Gast. Ratzengesicht. Ich dachte schon, du findest die Kräfte des Ringers nie. Du hast dir eine kleine Belohnung verdient. Komm her, mein Kind. Nee, danke. Muss nicht sein. Potts spielt die Spottkarte. Starte einen Rammangriff auf das Stiersymbol, um die Dinge ordentlich aufzumischen. Du kannst alles rammen, was dieses Stiersymbol trägt. Okay. So, siehst du, ein Griff ist aufgetaucht. Okay. Damit kannst du Dinge schieben oder ziehen. Doch, jetzt sieht man ja die Hauptdarstellerin. So ist's besser. So, jetzt, kabum! Ui. Ein schöner Ring, nicht wahr? Nee. Ganz schön verrückt, du Alte. So, tritt beiseite. Oh nein, nein. Jetzt kommt ganz schnell. Okay. Ich wollte schon abhauen, aber es hat nicht geklappt. Willst du ein Spezialmanöver lernen? Klettere erst ganz hoch rauf, bevor du rammst. Dann hast du viel mehr Wucht. So, ziel mal auf mich. Ja, mach ich gern. Keine Angst. Luna Cactusa! Sieh dir das Symbol im Ring gut. Jawohl, Mann. Das tut weh. Das soll's ja auch. Jetzt sind wir hier irgendwie im Wilden Westen, oder wie? So, gut. An mich kommst du nicht ran! Die sind schon ein bisschen verrückte Viecher, ey. Mit oh Mann, oh Mann, oh Mann. Trächtigen Rivalität. Was sollen wir denn jetzt hier alles machen, ey, verdammte Kacke? In der Einöde in einen absoluten Saustall mit dir da? Hey, erstmal gucken wir, dass wir hier sowas machen. Das hat meine keinen Sinn, okay. Güte, die Versicherungsansprüche. Oh, okay, kriegen wir einen Gitarrenkopf oder sowas. Ist ja geil. Ein Gitarrenkopf. Ist ja geil. Uff, da ist ein Gegner rauskommen irgendwie. Nehmen wir erstmal einen anderen Kopf. Nicht, dass wir den Gitarrenkopf für irgendwas wieder brauchen. Zieh es am Griff zurück auf deinen Platz. So. Am Griff zurückziehen wird gemacht. Okay. Und jetzt? Und jetzt? Wo ist denn der Platz? Das ist der Platz? Machen wir das hier mal. Okay. Können wir das jetzt hier auch wieder machen, oder wie? Okay, das war noch nicht gut genug. Wir müssen das wirklich ganz rausschieben. Oder reinschieben vielmehr. So, zack, nochmal die Karten raus. Ja, aber da ist ja hier noch irgendwas, also muss ja irgendwas sein. Ja. Okay. Ich dachte es mir doch schon. Lass mich mal in Ruhe hier. Nicht, dass er uns dann noch kaputt macht. Okay. Ja, und jetzt? Ich wollte aber eigentlich schon noch aufs Dach. Ihr Schweine. Ich glaube, die feiern. Ich glaube, jetzt kommen wir nicht mehr aufs Dach. Was denn das für ein Mist? Ist doch kacke. Heiliger Pappkarton. Das sind ja Ausschneidefiguren. Und jetzt? Reden wir da noch irgendwas Besonderes für? Marshall's Office, ne? Das war's also, oder wie? Das ist doch kacke, ich wollte doch da noch rein. Oh Mann. Na gut. Lässt sich ja nicht ändern. Wie sie da eingeknastet sind, Mann. Straße frei!
Mit ihrem Unfug ließen Stier und Pferd die Häuser entlang der Straße erzittern, ganz zu schweigen von den Bewohnern darin. Die zwei sind unmöglich. Allerdings. Hey, sind die etwa in Arrest? Oh, ich hasse Stubenarrest. Ach, holen wir sie raus. Okay, wenn du das sagst, sag mir erstmal, wie ich da wieder hochkomme. Offenbar reicht ein normaler Rammangriff nicht. Okay. Benutzt den Super-Rammangriff. Das ging doch. Danke. Oh yeah. Neuer Kopf. Sombrero, Cowboy-Kopf, okay. Und da heißt es, Verbrechen lohnt sich. Bringen wir den erstmal zurück hier. Warte, okay. Stell es noch nicht zurück. Wir müssen die Reihenfolge beachten. Okay, wir müssen eine Reihenfolge beachten, wenn du das sagst. Das also zuerst, oder wie? Da viel Spaß damit. Müssen wir das wahrscheinlich weiter rausziehen, damit wir da drauf hüpfen können. Achso, ich hätte vielleicht hier den Scheiß schneiden sollen. So. Jetzt aber. Okay, das hat schon mal geklappt. Da oben ist schon wieder ein Gegner. Zack. Weg mit dir, perfekt. Und jetzt das hier. Geht doch, geht doch. Und jetzt? Achso, jetzt können wir. Was können wir hier noch machen? Das müssen wir noch weiter wegschieben, okay? Okay, jetzt geht es. Sie tanzen den Konkord. Starrlich. Zack, 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 zack. Und nochmal zack. Bringt nur nix. So wie es aussieht. Hier kriegst du noch eine Bombe. Ist kein Problem. Ich hätte aber ganz gerne erstmal einen anderen Kopf. Nicht, dass wir unseren Kopf verlieren und den dann brauchen für irgendwas wieder. Okay. Das hier kannst du nicht schieben. Da ist ein Kanaldeckel auf der anderen Seite. Gucken wir erstmal hier drüben. Okay. Mal rein können wir aber nicht. So. Achso, da kann man bestimmt auch rein, oder nicht? Ja, dachte ich mir doch. Hier ist da bestimmt irgendwas Cooles drin. Okay, es war nur das Kissen, das da rumgeflogen ist. Sehe ich nichts Cooles. Gibt's ja gar nicht. Eigentlich gedacht, dass es da irgendwie einen Kopf oder so gibt. Wird das so ein typischer Kopfblatt irgendwie. Jetzt kannst du es schieben. Jetzt können wir es schieben, okay. Achso, wir könnten auch einfach so da rein. Also es ist doch kein typischer Kopfblatt. Alles klar. Müssen wir ganz schön weit schieben scheinbar. Komisch auch, Kollege. Genau, so macht man das. Hast du richtig gemacht, mein Freund. Reicht wahrscheinlich noch nicht, oder? Zack, zack. Und jetzt? Alles klar. Andere hochgeflogen. Die sind unterirdisch verbunden. Alles klar. Nächstes Level. Geht ja. Solche losen Weibsbilder. Ich hätte gerne einen Kopf irgendwie von denen auch. Aber naja, wenn es keinen gibt, gibt's halt keinen. Schneller Pferdchen! Das ist mein Platz! Die umgestürzte Kutsche versperrte die Straße. Okay. Hoffentlich fällt dir was Gutes ein. Du musst den Rammangriff irgendwie von weiter oben starten. Okay. Kriegen wir doch irgendwie hin. Sieht schwer aus. Was ist da drin? Und Nummer 1. Jetzt das andere. Wenn wir über das Pferd drüber klettern können, ja, auch nicht schlecht. Was? Du klaust denen ihr Futter? Lassen wir erstmal das Futter drin und machen hier jetzt mit denen rum. Vielleicht kriegen wir noch einen Kopf oder so für. Ne, okay. Wohl nicht. Zack.
Alter. Du Sauhund. Egal. Machen wir erstmal das da. Gucken, was uns das hier bringt. Weil man mussten wir das sogar so oder so machen. Oh, das war nicht so. Okay, das war vorbei. Oh Mann. Nochmal. Jetzt aber. Genau. Geht doch. Oh, da ist die Hexe am Dancen. Oh je. Das war mies. Oh, klar, Hexe. Oh, meine Augen. Mein Appetit. Mein alles. Oh Mann. Können wir gehen? Okay, wenn du es sagst. Gehen wir mal. Ich gewinne. Nein, ich gewinne. Wenn sie doch das Feuer rumcraften, ey, das geht denn ab? Übermut tut gut, du blöder Wiederkäuer! Ich hab grad Übermut tut wieder selten gut. Einmal hatten Stier okay. Kutterhof vom Weber wieder. Gehängt und statt ihrer war nun ein doppelhändiger Revolverheld auf ein Mittagsduell. Oh, hier sollen wir in Sombrero oder sowas benutzen, den haben wir doch. Oh, nein, wir haben ihn nicht mehr. Hey, unsere Bande wollen wieder. Gerettet haben. Warum sie wohl im Gefängnis war? Warum können wir den jetzt halt mal benutzen? Dass sie zu Recht dort waren. Ach, ich weiß. Es war Brandstiftung. Oh, vergiss es. Okay, okay. Oh, mein Kopf. Danke. Ramme das Feuer! Achso, wir sollen das Feuer wir rammen. Okay. Mit Rauchzeichen zurück. Okay. Vorsicht! Ui. Das ist ein bisschen gay. Fällt mir nicht. Du mich auch. Irgendwie können wir den Kopf jetzt nicht mehr benutzen, das finde ich ein bisschen blöd. Zack, zack, zack. Was, wo sollen wir denn hin? Ah, wir sollen hier weiter hoch und dann den Randkram zu machen, was? Ich hab verstanden, Mann. Perfekt. Wie ich's drauf hab. Bleib mal einfach mal hier oben drauf. Jetzt schneid drauf los. Okay. Schneid ihm all seine Abzeichen ab. Wird doch gemacht, wird doch gemacht. Perfekt. Und einen Kopf gibt's auch dafür. Oh, jetzt benutzt er, glaube ich, beide Knochen, kann das sein? Nee. Waffen spielen okay. Feuer. Der flinkfingrige Weber. Oh, ja, der flinkfingrige Weber. Habe ich verstanden. Oh, das war vorbei. Das war nicht so gut. Nochmal. Zack, 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 zack. Und nach unten. Perfekt. Und jetzt müssen wir nochmal zerschnipseln, was? Jetzt gib dem Flickenteppich den Rest. Wird gemacht, wird gemacht. Jetzt aber. Gibt's halt, wer dann dem kleinen Fuddel da noch gehangen hat, ey. Oh nein. Versuch's nochmal. Okay. Wenn du sagst, ich habe ja keine Wahl. Jetzt holt er seine Knarren wieder raus. Der gute. Fünf Schüsse? Ja, fünf Schüsse. Und weiter. Was ist das Problem? Könnten wir mal hier im Hintergrund noch ein bisschen andatscheln. Gucken, ob wir da irgendwas für kriegen. Sieht aber nicht so aus. Scharfschützen-Scheiß schon wieder hier. Und nach unten. Perfekt, perfekt. Dann gehen wir diesmal aber gleich runter. Ich denke, von hier unten ist es vielleicht ein bisschen einfacher, den Kram zu treffen. Oder? Achso, wir müssen die Dinger ja zerschneiden. Verdammter Mist, ich habe nicht dran gedacht. Ich habe gedacht, wir müssen erst den Dings zerschnipseln. Wieder den Teppich. Oh Mann. Das war natürlich ein bisschen uncool. Was soll's? Oh, du Sauhund. Mein Kopf, mein Kopf. Nein, mein Kopf. Gib ihn mir wieder. Nein. Oh nein, der nächste Kopf. Oh mein Gott, was ist hier los? Gitarrenkopf, bleib bei mir. Brauchen wir schon noch. Zack, zack, zack,
Zack, zack, zack. Nach oben hier. Jetzt aber. Okay, ich hab schon Angst gehabt, wir treffen nicht. Jetzt aber, perfekt. Geht doch. Und jetzt stöbern wir die zwei Nutzviecher auf. Ein Revolverkopf, okay. Der ist ja geil. Der ist ja pervers gut. Der Revolverkopf ist ja wohl der geilste. Oh Mann, ist sehr gut. Können doch hier bestimmt irgendwo den Gitarrenkopf benutzen, oder nicht? Oder? Sieht echt so aus, als könnte man ihn nicht benutzen. Da noch irgendwie rumspielen? Ah, da kann man aber rumspielen. Alles klar. Bringt nur nichts mehr, außer die paar Münzen. In Anführungszeichen Münzen. So, war's wohl hier. Okay. Ja, die Szene immer noch nicht zu Ende, ey. Ist schon heftig. Stier und Pferd machen einen Boxenstopp. Jetzt gilt es, Kotaro. Vor allem das Pferd ist auch hässlich, muss ich mal einfach sagen. Als Quicktime-Event, oder? Stellten sich Stier, Pferd und Kotaro gegenüber. Man hätte die Luft vor Spannung zerschneiden können. Okay, okay. Meine Flagge runterrutschen! Bitte! Ich könnte die ganze Woche lang kreisen, um dich laufen! Sind sie einfach abgehauen, oder was? Was ist gerade passiert? What the fuck? Kotaro, komm zurück! Ui. Oh, das muss wehtun. Okay, das war wahrscheinlich die erste Szene. War auf jeden Fall ganz lustig, muss ich sagen. Speichert auch, alles klar. Dann war es wirklich die erste Szene. Mit Kalibros Hilfe konnte Kotaro die Bedrohung besiegen und die Seelen weniger glücklicher retten. Gut gemacht, Kotaro! Die von über 200 jetzt. Seelen kehren heim. Haben sogar relativ viele Seelen gerettet, wahrscheinlich wegen dem Weber da am Ende. Okay. Ja, dann würde ich aber auch sagen, bevor wir die zweite machen, hören wir hier mal an der Stelle wieder auf. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.